Ja, herzlich willkommen hier vom Caravan-Salon in Düsseldorf. Ich gehe ein bisschen runter. 2022. Richtig. Und wir sind jetzt nach einigen Jahren mal wieder zurück bei Affinity. Mhm. Gerade noch am Stand die Geschichte erzählt von dem allerersten Affinity bei der CMT in Stuttgart. Wann war das? 2019? 20. 20? 20. 20. Und dieses Jahr hat Affinity einen neuen dabei, den Affinity M auf MAN/VW Crafter. Und den zeigen wir euch in diesem Video mal. Brauchen erst noch Strom, Auto ist noch dunkel. Ja, ich starte mit euch schon mal außen. Ja, wie gesagt, der Run weg vom Ducato, Boxster oder Jumper ist natürlich mittlerweile klar. Es kommen nicht die Stückzahlen aus Italien, die man brauchte. Also gucken die Hersteller natürlich auch nach Alternativen. Und der MAN TGE ist eigentlich schon seit Jahren eine bewährte Alternative. Andere Mitbewerber sind da schon länger auf den Zug aufgesprungen und Affinity macht es jetzt auch. Wie immer bei Affinity haben wir hier außen diese Verbreiterung. Ich zeige das nochmal von hinten. Da sieht man es noch deutlicher. Ja, die wird dann aufgesetzt, schafft dann natürlich im Innenraum mehr Platz auch für Schränke und Regale. Ja, das Ganze recht lang. Wir haben Dieselheizung. Ja, natürlich dann auch hier die Fenster schön integriert in diese, ja, in diesen Aufsatz. Ja, und am Heck finde ich ihn ganz spannend. Da gucken wir gleich mal, wie das von innen wirkt. Da hat man hier nochmal so ein GFK dahinter gesetzt. Hat natürlich dann, klar, wie bei ihm hier auch, die Heckklappe dann entfernt und hat hier unten dann nur noch so eine, sag jetzt mal, Stauraumklappe. Ne? Gucken wir mal rein. Ah, so. Ne? Also da ist jetzt nicht mehr der riesige Zugang. Moment, ich mach's euch mal hell. So sieht's hier unten aus. Hier haben wir so ein paar Details. Hier hinten die Rückfahrkamera. Sieht auch schick aus. Oder hier der M-Schriftzug am Heckfenster. Ja, wo noch nach Strom gesucht wird für das Auto, gucken wir schon mal nach den Preisen. Der Affinity M startet bei 95.000. Dann allerdings schon mit dem 177 PS Motor und der 8-Gang Wandlerautomatik. Und das hier ausgestellte Fahrzeug ist unwesentlich teurer, liegt bei 97,6. Ja, dazu kommen dann nochmal Transportkosten und eine Auslieferungspauschale, aber bleibt unter 100.000. Dafür ist dann hier allerdings auch schon eine Lithiumbatterie mit 120 Amperestunden drin. Das Ganze auf 3,5 Tonnen. Wir haben ein Leergewicht hier, so wie er hier steht, in oder fahrbereiter Zustand heißt es hier, von 3050 Kilo und das Ganze auf 6,12 Meter. Du hast Spaß da drin? Jetzt kriegen das Licht nicht an. Kriegen das Licht nicht an? Okay. Und jetzt haben sie auch Licht gefunden. Und jetzt können wir auch mal hier in die Heckgarage gucken. Na, also wie gesagt, das ist jetzt für ein paar Stühle, Tisch, Bierkasten. Reicht das? Man hat den Zugang zur Toilette. Und deswegen können wir hier von außen schon erkennen, das Ding hat einen französischen Grundriss mit einem Seitenbad. Und deshalb gehen wir da jetzt auch mal rein. Tja, und da strahlt nicht nur der Affinity, sondern da strahlt auch die Maus. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Schön hell. Mit den LED-Leuchten, ne? Und wie immer hier natürlich bei der Marke ein riesiges Raumgefühl. Hier haben wir den patentierten Sitz/Schlafplatz, ne, wo noch mal einer schlafen kann. So, so sieht der TGE hier vorne aus, aber schicke Sitze. Ja, das haben sie in Polen wirklich drauf mittlerweile, ne? Egal ob das Affinity ist oder Globetraveler oder Balkamp. Also die Qualität ist da immer top, was in Polen produziert wird. Ja, und die nutzen jede Nische, ne? Guck mal. Ja, der Tisch, ne? Wo der Tisch untergebracht ist. Ne? Der sitzt da unten drunter, kann dann bei Bedarf rausgeholt werden. Und dann haben wir noch ein Bodenfach. Mal rein, Mama. Ja. Für die Hausschuhe. Ja. Also klein, aber fein, ne? Was an dieser Küche. Wie du. Echt super. Komm, der war ist. Nett. Wir haben keinen Oberschrank hier hängen. Das heißt, jeder in beliebiger Höhe, also nicht nur kleine Leute, wie ich das immer gerne sage, können rausgucken beim Kochen. Ja. Sondern auch große Menschen. Ne? Ja, wir haben ein Spülbecken und einen Zweiflammenkocher integriert. Okay, und
Noch ein paar Schubladen? Wir haben noch Schubfächer, genau. Groß und geräumig. Hier an der Seite sind die Absperrhähne. Okay. Achso, das Dekor geht dann darüber, die Blende. Okay. Genau, ne, das ist, macht ja Sinn. Ne? So kann ich das natürlich geschickt tarnen. Aha. Ja, also große Schubladen, da passt was rein. Da passt was rein, ja. Aber hier haben wir jetzt keine Möglichkeit, von außen irgendwie da dran zu kommen. Nee, das Nein. ist hier. Das ist hier nicht. Okay. Haben wir hier nicht gegeben. Außen läuft der Staubsauger, aber das lässt uns nicht davon ab, hier weiterzumachen. Also hier ja. ist wirklich ja jeder Zentimeter, der machbar ist, mit Stauraum gefüllt. Ja. Hier haben wir einen großen Kleiderschrank mit Stange. Ja. Bleiben wir mal beim Stauraum. Was haben wir da? Ah. Eine Klappe. Eine Klappe für ein Fach, ja. Und ist der Durchgang zum Heckstauraum? Jawohl. Ja. Kannst muss du da nie einer durchkrabbeln. Na, zur Not, der Hund kann dann da der durch. Hund, das wäre natürlich, dann würde ich aber die Tür rausnehmen. Der kriegt dann hinten sein Plätzchen. Also nicht, dass jetzt Gerüchte aufkommen, wir wollen keinen Hund anschaffen. Da haben wir den Zugang zum Frostwächter mal an einer super Stelle hier von innen. So, da unten haben wir auch noch Klappen. Oder ja, eine ist Klappe. Ist ja nicht so, als wäre der Kühlschrank alleine hier. Ne? Ja. Da hast du noch eine Klappe, die relativ weit nach hinten geht. Also das Fach. Aha. Hier hast du noch mal eine Klappe, da kommst du an die Batterie. Okay. So, so ist jetzt der Gesamteindruck hier hinten. Na, hier ist jetzt natürlich etwas schmal der Durchgang, aber dafür haben wir halt hier vorne noch mal ein Bett mit 1,80 Meter. Den Kühlschrank haben sie hier dahinter gepackt. Was mir aber hier gut gefällt, ist, dass die Küche im Affinity M zur Schiebetürseite gewandert ist. Das gefällt mir besser als im normalen, wo die Küche halt hier auf der Seite stand. Hier haben wir jetzt noch den Kühlschrank mit der Bordelektrik. Ja, und jede Menge Oberschränke. Ja, also da ist... Alle dasselbe Maß. Ja, da ist natürlich... Eine Reihe durch. Ja, da ist satt Platz und das geht dann wirklich bis, nach hinten durch. Und Sweet Home. Ja, und hier kann man dann mal sehen, diese Verbreiterung, die jetzt außen angebracht ist, was die dann hier bringt. Na, da hinten an der Ecke. Und auch hier, das sind locker 6-7 cm. Jo, das Bett, ich habe es im Explorer XS oder 2X schon gesagt. Das ist natürlich mit 1,20 Meter, 1,23 Meter. Jo, für zwei Personen muss man gucken. Na, wenn man sich gern hat, dann geht das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier Licht ins Bad kriegen. Ja, das ist wohnlich. Man soll hier nicht wohnen, man soll hier nur ne, sich waschen. Schönes Holzrost. Toilette. Ob jetzt hier auch eine Trockentoilette gegen Aufpass angeboten wird, weiß ich nicht. Ist aber hier auch problemlos nachrüstbar. Ja, hier zeige ich euch mal gerade noch ein Foto von diesem ja, Kinderbett mit 1,80. Was man hier vorne dann noch hinbauen kann, was auch wirklich ganz einfach gemacht wird. Also das ist überhaupt kein Akt. Tja, das war der Affinity M. Also ich könnte mir den als ein Einzelpersonenfahrzeug vielleicht noch auf Allrad super vorstellen. Da ist der richtig klasse. Zwei Personen, jo, zwei kleine oder die sich mögen, geht's auch. Ja, ihr Lieben, das war der Affinity M vom Caravan Salon in Düsseldorf 2022. Ich warte immer, bis sie was sagt, aber sonst heißt es immer, ich falle ihr ins Wort. Nee, schönes Auto und guckt es euch an. Wir sind jetzt hier in Halle 12, Feld B. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.